Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, oh, hier ist wieder Sumpfkraut. Wie habe ich das denn übersehen? Ja, ich will jetzt mal darüber gehen. Da sieht's aus. Blutbiegen, ja. Paar einfache Gegner erstmal. So. Nice. Okay. Nochmal ein bisschen looten, damit wir ein bisschen Geld verdienen können. Perfekt. Ja, ich wollte eigentlich hier auch rüber gehen und gucken, ob ich hier noch ein paar andere Gegner kriege. Leichte Gegner, damit ich zumindest die Erfahrungspunkte nochmal... Hier sind noch mehr Lurker. Speichere aber trotzdem mal, weil ich immer die Sorge habe, dass hier irgendwo doch noch stärkere Gegner sein könnten. Die mich überraschen könnten, würden. Aber nice, dass hier Lurker sind. Alter, wie viele Lurker? Da vorne sind auch noch welche. Jetzt ist die Frage, sind das Banditen oder Freunde oder Feinde? Das ist jetzt die Frage. Vor allem auch, das ist eigentlich ein Orkgebiet. Also, Spruchrolle, Feldknöterich, leichter Fisch. So, die machen wir auch noch mal platt. Ach komm! So. Da vorne sind auch noch welche. Also einer zumindest. Nice. Wie kommt es, dass ich hier eigentlich noch gar nicht war? Jetzt zumindest in Gothic 2. So, ich speichere einmal, weil ich jetzt nicht weiß, ob die freundlich oder feindlich sind. Geppert? Halt! Wer da? Du bist doch nicht gekommen, um mich wieder in die Erzmine zurückzuschicken. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich gehe nicht mehr zurück. Du bist ein entlaufener Sträfling, stimmt? Was machst du denn hier draußen? Was machst du denn hier draußen? Blöde Frage. Verstecken natürlich. Die Schweine der Miliz haben ihre Späher überall. In die Mine. Ich jedenfalls nicht wieder. Der Braten riecht gut. Der Braten riecht gut. Finger weg. Aber, okay. Kervo? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Das fragst du noch? Guck dich doch mal um. Diese verdammten Lurker haben den ganzen Fluss in Beschlag genommen, seit ich hier bin. Erst waren es nur zwei. Seit gestern habe ich mindestens 5 gezählt. Keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Bin ich denn wahnsinnig? Mich kriegen hier keine 20 Soldaten wieder raus, solange die Viecher da draußen sind. Ich hasse die Biester. Wenn ich sie schon rieche, dann kriege ich Schweißausbrüche. Und dieses ständige Gekluckse, das einem das Blut in den Adern stockt. Wenn du dir von denen das Fell abziehen lassen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Nun ja, es würde schon reichen, wenn die Lurker vor der Höhle verschwinden würden. Ich habe einen Brocken Erz gefunden. Oh. Den würde ich dir dafür geben. Okay, also hier sind die auf jeden Fall weg. Aber ich höre hier irgendwo noch einen. Vielleicht da oben. Ist kein Heilkraut, okay. Schade. Aber ich habe hier, ich habe noch mehr gehört von denen. Also sind hier irgendwo noch mehr. Wahrscheinlich auch hier oben eher. Ja, da oben.
Nee, das sind Snapper. Aber keine Drachensnapper zum Glück. Ja, nice. So. Alle erledigt. Perfekt. Da ist nichts zu holen. Gibt's hier noch mehr? So, ich glaube, hier gibt's nicht noch mehr. Was sind das? Und warum gleich so viele? Was ist das? Sind das diese Echsenmenschen oder was auch immer das sein sollten? Diese... warum gleich alle? Alter. Echsenmensch, jo, das sind Echsenmenschen. Okay, gegen die lege ich mich nicht an. Aber warte mal, hier ging es ja doch zum, genau, hier ging es doch zum alten, zum neuen Lager. Und wenn wir ja schon hier sind, können wir mal gucken, ob wir da... Ach stimmt, da waren ja die Eisriesen. Warte mal, ich speichere einmal, bevor wir da reingehen. Ich will mal durchrennen. Eisgolem, genau. Und da sind die Eiswölfe. Und auch noch Echsenmenschen. Aber ich will es mir hier einmal ansehen, wie das hier mittlerweile aussieht. Wenn hier alles zugeschneit ist. Wenn wir draufgehen, also... aua. Ich habe ja gerade zum Glück gespeichert, aber ich will es mir ansehen, wie es hier geworden ist. Vor allem, weil wir hier auch seit Gothic 1 nicht mehr waren. Jetzt kommt die auch noch, okay. Das Ding ist aber auch schon zugeschneit. Okay, jetzt kommen die Eiswölfe. Alter, hier ist alles zugeschneit. Und, was ist denn das da hinten? Warum leuchtet das so? Okay, hier haben wir einen Drachen. Hier haben wir einen Drachen. Im neuen Lager. Okay, den ersten Drachen haben wir gefunden. Die werden so oder so jetzt draufgehen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und was ist denn das da? Jo, ich wollte das einsammeln. Okay, aber ich wollte das einmal gesehen haben. Dann wissen wir zumindest, dass hier ein Drache haust. Und ist nur die Frage, wie rüsten wir uns auf, dass wir gegen die alle ankommen? Wie machen wir das? Wie sollen wir das hinkriegen? Wenigstens haben wir wieder 10 Lernpunkte. So, aber ich habe die Lurker hier ja alle erledigt. Das heißt, der müsste uns mir jetzt hier... die Lurker vor der Höhle sind weg. Die Lurker vor der Höhle sind weg. Großartig. Jetzt kann ich wenigstens wieder durchatmen. Jo. Hier hast du das versprochene Ding. Erzbrochen erhalten. Gehst du jetzt über den Pass? Gehst du jetzt über den Pass?
Vergiss es, Mann. Wenn sie mich erwischen, muss ich wieder in die Minen. Ich gehe hier nicht weg. Achso, okay. Warte mal, ich speichere noch einmal, bevor ich da einfach rangehe. So. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nochmal zu Cord. Oder wir müssen zu irgendjemandem, der uns nochmal Stärke beibringt, also stärker werden lässt. So, die Pilze nehmen wir auch nochmal mit. Ich gehe mal gucken, ob es hier noch irgendwie was... Aber wir wissen jetzt zumindest, wo ein Drache ist. Ist nur die Frage, wie besiegen wir den? Ist wirklich die Frage, wie besiegen wir den? Warte mal, ist das hier nicht die... Die alte Mine? Doch, hier war doch die alte Mine. Oh. Hier gönnt sich noch ein Snapper. Sein Mittagessen. Ah, okay. Ganz normale Snapper sind hier auch ein paar unterwegs, die irgendwas... Da ist nichts zu holen. Töten wollen? Wen oder was haben die sich da gegönnt? Ich speichere einmal, bevor es da näher an die Orks geht. Nein! Autsch! Nein! So, ich wollte doch nur die Snapper. So. So, den Drachen, die Drachensnapper da hinten lasse ich mal in Ruhe. Wen haben die hier sich eigentlich geschnappt? Ein Goblin. Da ist nichts zu holen. Die Blutfliegen lassen wir auch mal. Nein, die haben mich jetzt entdeckt. Nein. Ah, nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Okay, ich hoffe, jetzt sind sie weg. So, wollte ich jetzt eigentlich nochmal reingehen? Okay, hier sind die ja tot. Jo, hier kann ich beten. Ein Stärke, nice. Ne, nochmal beten nicht. Aber da ist auch ein Lederbeutel, warte, wo ist denn der? Lederbeutel und Spruchrolle. Okay, mehr ist dahinter nicht. Okay, wir haben jetzt nochmal ein Stärke-Ding bekommen. So, jetzt sind wir Stärke 88. Und... Jo, fast 10.000 muss ich jetzt nochmal an Punkte sammeln. Keine Ahnung, wo ich die herhole. Da lieber nicht. Gegen die Echsenmenschen. Wie soll ich gegen die Echsenmenschen hier ankommen?
Vor allem, wenn ich hier auch... Also... Ich weiß nicht, wie ich mich aufrüsten soll. Das sind auch echt zu viele Orks. Ich hoffe, weiter hier unten bin ich noch sicher, ohne angegriffen zu werden. Aber ich stelle mir wirklich die Frage, wo oder wie komme ich gegen die ganzen Viecher hier an, also gegen die Orks. Also wo kriege ich irgendwie, also eine bessere Zweihandwaffe haben wir ja schon mal. Warte mal, waren da oben im Norden hier... War doch Norden, glaube ich. Was waren da für Gegner? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gegen den Ork... Der Ork hat uns erwischt, entdeckt. Ja, bitte bleib weg. Obwohl, der ist alleine. Wenn ich jetzt nochmal speichere und vielleicht noch ein paar Heiltränke nutze. Könnte ich den vielleicht sogar noch besiegen. Wo, ich wollte ja eigentlich nach da oben. Ich hoffe, da sind jetzt keine Drachensnapper, sondern normale Snapper. Nein, das sind Drachensnapper. Aber hier sind Heilpflanzen. Ah. Wann kriege ich bessere Ausrüstung? Vor allem auch das Richters Lakai. Ich weiß jetzt nicht. Was die machen muss. Vielleicht müssen wir wirklich zusehen, dass wir nach Jagen da kommen. Das ist das Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Und vielleicht können wir da noch ordentlich Punkte gewinnen. Ich gehe aber trotzdem mal kurz in diese Richtung. Vielleicht finden wir da noch irgendwie andere Gegner. Bisschen leichtere Gegner. Das sind echt mir zu viele Orks. Na, aber ich würde sagen, nächstes Ziel ist wirklich nach Jagen da zu kommen. Feldknöterich, nice. Dass wir dann auch noch ein bisschen mehr in Richtung Stärke gehen, nochmal 200 ein bisschen besser machen, damit wir, zumindest was Skills angeht, mal endlich vorankommen, dass wir alles andere hier besiegen können. Denn Orks sind mir hier auch echt zu viele. Wenn ich jetzt nochmal auf die Karte gucke, sind wir jetzt kurz vom Sumpflager, da können wir ja aber nicht mehr hin. Und Xardas alter Turm? Ne, ich glaube, wir gehen raus. Wir gehen hier raus und sehen zu, dass wir nach Jagen da kommen. Anders. Ah, was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen, um irgendwie voranzukommen, weil das ist sonst alles hier viel zu schwer. Die Gegner sind zu stark. Und wir sind nicht gut genug geskillt. Und an denen kommen wir ja auch nicht einfach so vorbei.
Sehen wir zu, dass wir nach Jagen da kommen. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Anders wüsste ich nicht, wie wir das uns hier alles schaffen sollen. Und ich weiß nicht, wie schwer es eigentlich dann in Classic ist. Ah ja, genau. Hier ist jetzt einmal der Drachensnapper, der da schön am Essen ist. Den weichen wir lieber mal aus. Aber die meisten Quests können wir so ja erstmal nicht schaffen. Ah ja, hier. Fast wäre ich dran vorbeigelaufen. Gehen wir nochmal zurück, auf jeden Fall. Und ich hoffe, der eine Ork, der hier auf dem Weg zu uns war, ist nicht da. Ich hoffe, der ist wieder da nach Dachen gegangen oder zumindest dahin gespawnt. Speicher vielleicht einmal, bevor ich da weitergehe. So. Obwohl, warte, wenn wir eigentlich die Map angucken. Der ist ja da im Norden, wo wir momentan sehr, sehr schwer hinkommen. Weil da auch Orks sind, die stark sind. Boah, wir müssen zusehen, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, aber erstmal will ich bei irgendwem Stärke skillen. Oder nochmal ein bisschen zwei hinten. Ne, Stärke wäre jetzt sinnvoller. Wenn wir die stärkere Waffe nutzen können, die wir hier haben. So, wer konnte nochmal Stärke beibringen? Diego einmal. Errol, meine ich auch. Gehen wir erstmal zu Errol. Nicht die Snapper. Ich wollte jetzt fast zu den Snappern gehen. So. Oh, Heilpflanze, warte. Boah, ich freue mich schon, wenn wir in der Lage sind, die Snapper umzulegen. Die Drachensnapper. Aber ey, immerhin in der Strafkolonie, da sind die Inno-Statuen nicht geschändet. Immerhin. Da habe ich mich ein bisschen gefreut. Dass wir da noch beten können, irgendwo zumindest. Gibt's hier noch was? Goblinbären, nice. Und weil ich ein Toter war, hatte ich gedacht gehabt, da gibt's aber noch ein bisschen mehr. Das sieht aus, als könnte man da eigentlich hin. Das wäre dann eine Höhle, aber ist ja nicht. Oder eine Mini-Höhle, die ich nicht sehe. Was krabbelt hier? Ich höre hier die ganze Zeit was krabbeln.
Ich glaube, da ist wirklich eine Höhle. Sumpfkraut. Ist hier noch mehr Sumpfkraut? Nope, schade. So, ich hoffe, der bringt mir jetzt bei, stärker zu werden. Ich hab was anderes gemacht. Errol. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Wenn du noch mehr lernen willst, geht das nur über hartes Training. Verdammt. Drei lernen. Ich könnte insgesamt 3 Punkte machen. 1, 2, 3. Dann hätte ich jetzt... Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Aber irgendwas musst du doch noch haben, oder? Hier, edles Bastardschwert. Schaden 110. Benötigte Stärke 110. Hier genauso wie die Streitaxt. Wertvolle Innenstatue. Schutz vor Waffen, Ring der Eisenhaut, aber nur 3 Schutz vor Waffen. Aber Rohstahl hat er auch noch. So, mal gucken. Ihm kann ich doch irgendwas andrehen hier. Die Dinger. So, was ist das? Ein Gehstock. Da kann er auch noch haben. Was ist das? Heilung der Besessenheit. Einen haben wir noch. So, dann. Leichter Fisch. Irgendwas ist in diesem Fisch. Warte mal. Aber die Lurkerklauen, die. Und die Stacheln. So, alles weg. Dann Wagfell. Hier die Flügel, die kann er auch noch haben. Und Wolfsfälle. Dann hier den Gletscherquarz. Die Lederbeutel behalten wir mal. So, sonst. Hier Keilerfälle. Krallen haben wir auch schon so viel. So, das Erz behalten wir. Hier Bergkristalle. Und den Schwefel brauchen wir ja nicht. Was ist denn das? Schlüssel. So, wie sieht's aus? Einen Lernpunkt hätten wir noch. Bestärkt sind wir zumindest bei 91. Ja, wir müssen zusehen, dass wir nach Jakenda kommen. So, aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.